Gude und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt, meinem ersten Run Playthrough durch dieses Game. Nachdem wir in der letzten Story, in der letzten Folge Kolgrims Verbleib ausgemacht haben, wie soll man sagen, er ist ja gestorben, haben wir hier noch ein paar Monster beseitigt und den Ort wieder für die Bauern zurecht gemacht. Und jetzt gucken wir mal hier. Kann ich mit dem sprechen? Ja. Was? Hat er was? Hast du was Interessantes? So, wir haben 500. Können wir dem irgendwas andrehen? Nee, ne? Ja. Was hat er hier? Bärenfelle. Wir brauchen Phosphor oder sowas. Salpeter. Ist, glaube ich, gut. Brauchen wir. Für... Was ist das? Schwefel und Salpeter. Da können wir doch Bomben bauen, oder nicht? Nicht 9. Ich hätte gern 3. Und davon hätte ich gern auch 3. Was haben wir hier noch? Phosphor nehme ich auch 3. Boah, Phosphor ist ja richtig teuer. Der hat gutes Stuff. Was haben wir hier? Zwergenschnaps. Neues Handwerksschema. Ich hole das mal einfach. Das auch. Gut. Da haben wir ordentlich Geld ausgegeben. Leb wohl. Leb wohl. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt schnelles Wirken an. Hier unten seht ihr es rechts. Ich habe dann hier alles drauf. Quen. Genau. Ich muss jetzt erstmal zurechtfinden. Ich muss zugeben, ich habe schon länger jetzt nicht mehr gezockt. Weil, ja, Privatleben und so, ne? So. Ach genau, was sagt denn? Haben wir noch ein paar Fragezeichen, um wieder reinzukommen? Ja, a lot, a lot. Hier können wir hin, hier kommen... Ach komm, wir machen so ein Monsternest zum Reinkommen. Zum Reinkommen. Können wir... Alchemie. Bomben. Können wir jetzt irgendwas bauen? Ah. Hier. Das kannst du nicht tun. Warum nicht? Habe ich keine Bomben mehr? Ich hatte doch Bomben im Inventar. Leute, es geht gleich los. Nee, dann müssen wir jetzt nochmal abchecken. Ich auch tanzender Stern. Ah, hier. Warum nicht? Ich hab doch alles. So alles grün, oder nicht? Verstehe ich nicht. Bomben haben wir nicht, nee. Oh Mann. Das kannst du jetzt nicht tun. Schneller.
Wir reiten auf jeden Fall jetzt erstmal. Den Weg lang. Hoppeldi, 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 ho. Oh, hoppeldi, hoppeldi. Oh. Wir sind immer noch in Weißgarten. I know. Welchen Weg müssen wir denn reiten? Da macht der hier am meisten Sinn. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Langsam. Kann ich das jetzt machen? Kannst du jetzt nicht tun, Mom? Warum kann ich das alles jetzt nicht tun? Irgendwas bestimmt verpeilt. I don't know. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Dorf ist immer noch zerstört. Huch. Weiter so, Plätze. Hier war irgendwo. Da unten drin war das doch, oder? Ja. Einmal bitte absteigen. Dann einmal. Das war Axi. Wenn. Da haben wir Monster, jede Menge. Ghule. Da war Igni ganz gut. Oh, die haben aber die direkt. Jetzt, du Stück Dreck. Genau. Holy. Oh. Irgendwas brennt hier. Ich brenne. Okay. Hätte man vielleicht geschmeidiger lösen können, ne? Aber zum Reinkommen. Ja. Her damit. Ich meine, wir haben schon Bomben. Oh Mann, den hat's zerlegt. Perfekt. Hier. Ein Ghulennest. Ich muss es zerstören. Ja. Brauchst eine Kartesche, Sauma und tanzenden Stern. Du hast nicht die richtige Bombe. Ja, ich würde die halt gerne bauen, aber... Ah! Hahaha. Rinn damit! Und schnell raus. Da müsste ja noch mal was kommen. 20 Erfahrungspunkte. Lieber noch mal blocken. Verstehe ich nicht. So, goldener Ring. Da haben wir wieder was zum Verkaufen. Perfekt. Dann... Ah, ich sollte mal was essen. So, wir haben ja... Okay, gut. Also, wir fummeln uns rein, Leute. Wir fummeln uns rein. Gar kein Stress. Easy peasy, lemon squeezy. So, Plätze. Where are you? I can hear you. So, einmal auf die Karte. Das hätten wir auch gemacht. Dann machen wir doch direkt das nächste Monsternest, oder nicht?
Müssen wir echt. Müssen wir echt drehen hier. Okay. Da ist er mal doch hergekommen, oder nicht? Ist das mal, ist doch nicht die richtige Richtung. Ist absolut nicht die richtige Richtung. Wir machen noch ein paar Monsternester. Oh, hier ist das Schlachtfeld. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist sogar. Zack. Aber haben wir das nicht schon? Mit der Geräuschkulisse muss ich erstmal der Klappe. Nee. Der hat gesessen. Das Igni hat gesessen. Anpeilen. Das war. Komm her, mein Freund. Kommen Sie zu mir. Ups. Ups. Wollen wir da nicht gleich den Kopf verlieren? Ist hier ein Ort der Macht? Ja. Nice. So, erstmal ein Loot einsammeln. Gib mir das Blut. Sehr gut. Wo ist denn das Nest? Magie. Ein Ort der Macht. Erstmal rinnen in den Aal. Wieder aufholen vom... Ja, Meditationsfenster. I got it. Ich glaube, ich muss irgendwas reparieren lassen. Oh, da kommt noch einer raus. Komm her. Komm schon, komm näher. Oh. Okay, ich muss mein Silberschwert reparieren. Unbedingt. Und jetzt gibst du noch nicht mal was? Holy shit. Gib mir einen Punkt. Please, gib mir einen Punkt. Achso, ich muss gedrückt halten. Ich bin zu früh gefreut. So, und wir reisen jetzt aber mal schnurstracks zum Schmied. Ich brauche nämlich ein neues Silberschwert. Da ist Plätze. Also nicht ein neues Silberschwert, sondern wir müssen es reparieren. Gut. So. Nochmal den Check auf der Karte. Wir reiten hier hin und machen dann eine Schnellreise. Jawohl, ja. So. Einmal gern. Ich würde gern zu meinem Lieblingsschmied. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Schöpf es. Schöpf es.
Meine Großmutter sagt, er würde nicht mal seine Mutter zerfressen. Gänse? Eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Was macht denn das Holz bitte hier? D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Gloire in Arte. Kaiser Ephir trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose. Wo ist denn der Schleifstein? Der Schleifstein ist weg. Wild. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was der hat so einen schönen Bart wie ich. Er hat keine Waren. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kannst du mir was reparieren? Repariere meinen 216. Holy smokes. Oh Mann. Wir sind arm. Jetzt Lebe. Schon. Oh. Wir müssen erst was verkaufen vorne. Darum geht's. Tag 1 beim Kaufmann. Ist die Taverne leer. Oder haben wir im Inventar ein Reparaturset? Questgegenstände. 48, ist nur die Hälfte wert. Rüstung. Hier, wir haben ein Reparaturset, oder? Anfänger-Reparaturset. Platz auswählen. Ja, und wie repariere ich das jetzt? Moment. Rüstungsschmiedwerkzeug dient der Reparatur von Rüstungen. 15%. Aber das tausche ich doch nicht ein. Ach, auf Rüstungen. Holy smokes, okay. Das bringt uns leider nicht. Okay, dann müssen wir tatsächlich handeln. Oh Mann. Meine Großmutter hat einen kleinen Schmiedejungen. Alter Schnüss. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. So. Grüß dich. Grüße. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Können wir ihm erstmal was. Davon haben wir zwei. Weg damit. Ziegenfell. Wir haben so viele Schwerter. Kann es sein, dass ich hier... Wir hatten ein Update, ein Patch. Was hat er hier eigentlich? Hier haben wir ein Ausrüstungsset, wa? Waffenreparaturset 20. Komm, das holen wir uns jetzt. Und dann können wir 2. Ach, das sah so aus, okay. Ich habe nämlich zwei verschiedene Bildschirme, mit denen ich arbeite. Okay, dann hatte der doch was. Okay. Suchst du Ärger? Geht gleich los. Wir machen das Silberschwert, ziehen uns um und dann sprechen wir mit Wesemir. So, auf jeden Fall ist der Schleifstein hier weg. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen.
Willkommen, mein Freund. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So, und ich verkaufe dir jetzt... Der gibt mir nämlich ein Drittel mehr. Warum kann ich die... Ich brauche keinen Knüppel. Plus zwei. Der hat auch ein Reparaturset. 38, das war dann günstiger. Was will er dafür? Oh, auf gar keinen Fall. Den Knüppel ballern wir auch mal weg. Was will er hier für? Runenstein wird an, in einer freien Fassung eines Schwertes platziert. Davon können wir eigentlich zwei verkaufen, oder? Wir brauchen ja Kohle. Zwei verkaufen. Ah, er ist schon pleite. Okay, perfekt. Okay, dann versuchen wir jetzt das mal zu reparieren. Inventar. So, ich hätte gerne dieses auf dieses. Das war's jetzt. Jetzt haben wir das wieder repariert, oder was? Minus vier. Oh, das hat nicht gereicht, ne? Was hat denn die Stahlwaffe? Okay. Wir meditieren mal. Bis 16 Uhr. Da hat sich alles aufgefüllt. Und dann würde ich gerne mich umziehen. Nämlich. So. Tränke sind voll. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Greifen, würde ich sagen. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Komm schon. Hoffentlich kriegen wir das hin. Holy. Oh nein, die arme Gans. Die Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Was? Tages verschwunden. Mutant. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und... Da ist er doch. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Okay. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald.
Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und so geglaubt, traurig. Das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, dann gehen wir rein, oder? Würde ich sagen. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Absurde brauchen wir nicht. Ja, das wissen wir doch, Kollege. Jetzt haben wir doch schon Tränke. Donner! Her damit. So, dann. Was kann denn Donner? Ermöglicht das Seelen in völliger. Nee, das ist Katze. Helft dich jetzt. Wald. Das ist Schwalbe. Ich würde den gerne. Vergiftungsdauer beschleunigt die Regeneration von Ausdauer. Können wir Tränke? Ja, können wir. Wir legen das hier hin. Zack, zack, genau. Wissen wir doch alles. Gut. Wir sind vorbereitet. Können wir noch ein Öl-Alchemie? Ich hätte gern ein Öl, ein Bestienöl. Also Hybridöl. Ist das ein Hybrid? Verfluchten Öl. Mach das mal zusammen. Eigentlich ist doch ein Greifen-Hybrid, oder? Wo ist denn unser Bistarium? Ah, wir haben ja noch einen Punkt. Den müssen wir noch vergeben, genau. Krafttraining erhöht den Schaden um 10%. Quatsch. A-Zeichen. Ich würde gerne. Was ist das? Ermöglicht die Herstellung von Öl auf Schwertklinge. Okay. Finde ich eigentlich ganz nice. Machen wir doch. Zack. Wir wollen ja eh mit allem arbeiten, was es gibt. So, wo ist mein. Wo ist das? Klosar. Bistarium. Geister hatten wir ja schon. Hybride greifen. Okay, dann brauchen wir tatsächlich das Hybridenöl. Zack. Und das tragen wir jetzt auf unser Silberschwert. So. Öle. Hybridenöl auf Silberschwert. Yes, sir. Leute, das geht los. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Esse Jondrein endlich. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihn. Spiel speichern. Wo ist Plötze? Da ist er. RCS. Ist schlecht. Ist man hier schon? What he's doing.
Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ich bin bereit. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst Plötze du, du kommst weg dieses Jahr? Husch, husch. Vielleicht mit einem Gast. Was ist denn das für ein Köter, sag mal. Uiuiui. Oh, es geht los, Leute. Du, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust, guckt's Meine euch Armbrust? An. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust. Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Vorsicht! Sturzflug! Oh! Er ist wirklich schnell. Verdammt. Ah, hier ist die Armbrust, okay. Holy, das war jetzt Glück. Ja, und wie? Er wählt sie nicht aus. Hä? Ich komme nicht dran. Sag doch mal. Wähl sie doch aus. Ich habe halt das zu schnelle Wirken an. Holz, ne? Ah. Wo ist er? Müssen wir hinterher oder was? Anscheinend. Hat irgendwas verloren. What the heck? Ich höre ihn. Plötze. Da oben ist er. Kannst du bitte? Danke.
Die Kombos haben gesessen und er ist völlig, völlig auf mich fixiert. Wir haben ihn. Yes! Success! Holy moly, das waren Geier. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. So machen wir's. Holy smokes. Oh, Genmutagen und die Greifentrophäe. Okay, okay. Okay, okay. Da ist er. Jawohl. Ja, Pusteblume noch. Schwalbes, Vitalität, ja. Oh, jetzt ist aber auch schon leicht Vergiftung. Wir können aber eins machen. Wir können erst noch mal bis morgen meditieren. Perfekt. Alright. Gut. Okay, also wir sind wieder full stacked. Wir machen aber jetzt Folgendes. Ich glaube, so ein Fragezeichen, wenn wir da sind, kommen wir nochmal, Alter. So eins machen wir noch. Ich glaube, wir haben hier unten ein Monster. Nee. Ich speichere mal lieber. Versteckter Schatz, okay. Das klingt aber nach Wölfen. Nach Wölfen. Ja. Hinüber? Ja, 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 ja. Jägerhose. Oh. Haben wir eine neue Quest? Ja, perfekt. Nice. Wir haben eine neue Quest, Leute. Das machen wir an. Noch ein Wolf, aber solange die mich nicht angreifen, greife ich sie nicht an. As simple as that. Right? Alright, so, jetzt checken wir noch mal alles. Die sind aber schon weit draußen, ne? Aber das sind halt die letzten und die würden wir dann halt auf dem Rückweg mitnehmen. So, jetzt können wir mal bei den Quests gucken. Flieder und Stachelbeere, die Bestie.
Ja, haben wir was? Sammel alle Quint-Karten. Wir haben doch hier gerade. Hier. Lies den Brief, den du gefunden hast. Ja, dreckiges Geld, genau. Ah, hier geht noch was. Haben wir noch was hier? Wir haben nur Wölfe. Wölfe am Stüssel. Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt alles. Ah, okay, perfekt. Dann würde ich mal sagen... Kommen Sie. Hey. Wir reiten. Gen Westen. Tanzen wir. Auf gar keinen Fall. Habe ich null Bock drauf. Okay, ich kann vom Plötze runter nicht wirken. Einfach so Plätze. Okay. Kommen wir hier hoch? So ein bisschen die Befürchtung. Da ist doch was. Das ist schon wieder ein Deserteur. Das ist nicht dein Tag. Bin ich gerade erschrocken. War es das schon? Komm mal her, my friend. Autsch. Hähnchenbrust. Das haben wir doch schon. Nicht noch nicht gut. Oh. Why are you... warum ziehst du kein Schwert? Danke. Okay, komm her. Achso. Das interessiert ihr nicht, oder was? Dead. Okay, ich muss mich erstmal um den hier kümmern. Oh, man! Scheiße! Okay. Eine wilde Hitbox. Interessiert ihn null. Scheiße. Der ist Stufe 4, deswegen nervt er uns so. Eine Zauberei! Nachlassen. Hat's weh getan? Dann ist ja gut. Oh. Hallo? Scheiße. Jetzt stelle ich mich aber... Hä? Jetzt aber. So, wo ist jetzt Art? Da. Hä? Was? Das?
War jetzt aber irgendwie dumm. Verstehe ich nicht. Also, die Dinger... Oh, ich habe hier gespeichert, oder was? Oh, ist das... Ist das nervig. Hallo. Da. Nimm doch alles. Hallo, bitte schneller, danke. Ja, es ist halt, oh, das ist halt auch, ich spiele mit einem Gamepad mit PlayStation Layout. Aber aus irgendeinem Grund ist das ein Xbox Layout im Game. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken muss. So, und jetzt ist die Frage, so steckt er das weg, so steckt er das weg. Wie rotiere ich die Sachen durch? Tränke tauschen. Nein, ich will die doch nicht anwenden, Pro. Ach, halt, ne. Okay. Honig. Das hätte geholfen. Wir lernen ja, ne? Wir sind ja lernfähig. Da kommt. Ich höre sie schon. Haben wir hier noch was? Haben wir hier noch was? So. Gut, dann machen wir mal Spiel speichern. Zack. Wo ist er denn? Hallo? Wahnsinn. Also irgendwie... So, verpiss dich. Wäre jetzt sehr. Hallo, steig doch mal aus. Sag mal. Er steigt nicht ab. Er steigt nicht ab und lässt sich beißen. Ich krieg die Krise, Bro. Plötze. Was ist mit dir? Aber haben wir das nicht alles schon gemacht? Okay, ich habe irgendeine Quest abgeschlossen. Ah, ich meine, die schon gemacht zu haben hier. War jetzt überall das Feuer an. Ah, wir müssen die erst noch mal markieren. Komm mal von oben, das ist sehr gut. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Oh, das ist Ende der Welt erreicht. Bleiben Sie cool. Ich will hier auch nicht sein. 3000 Wölfe. Komm her. Okay, wir sollten... Oh. Können wir hier noch meditieren? So ein Stündchen. Ein Stündchen. Gut. Ich
B. Oh! Na komm schon. Kann er das abwehren? Nee. Da gab's aber eine Fähigkeit für. Bist fast am Ende, was? Warum dauert das so lange? Da ja. Hä? So andersrum. Oh! Holy moly. Los! Holy moly! Holy moly! Ich glaube, er nimmt es jetzt ein bisschen persönlich, was hier gerade passiert ist. Den Honig weiß ich gar nicht, wie man den sich holt. Aber hier waren ja noch mehr. Hier waren ja noch mehr. Das hatte ich doch auch schon gemacht. Ich bring dich um. Wie ein Mann. Keine Angst. Diesmal. Und kämpfen. Komm her, mein Freund. Oh. Zauberer. Das interessiert den halt nicht null. Wir müssen um ihn rum. Wir müssen um ihn rum. Ja. Oh, und uns nicht treffen lassen. Warum ist denn schon wieder die Hälfte von meinem Leben weg? Oh. Triffst du auch mal? Verdammt. Scheiße. Er wehrt die ganzen Zauber mit seinem Schild ab. Das ist doch ein Bug. Zauberer. Verdammt. Jetzt, Er kriegt's nicht abgezogen. Jetzt. Holy smokes. Oh, da rollt er. Und da würde ich sagen, Mama, auch hier Schluss. Das musste ich jetzt noch am Ende fertig machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Bis zum nächsten Mal hier in The Witcher 3 The Wild Hunt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.